Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Bialo-Interview. Ja, die internationalen Aktienmärkte, die zeigen sich doch im Moment äußerst volatil. Es gibt Kursaufschläge und Abschläge eben in beide Richtungen. Wie es jetzt weitergeht, darüber wollen wir sprechen in den nächsten Minuten. Und zwar mit einem Mann, der sich mit den Kapitalmärkten bestens auskennt. Und zwar mit Carsten Klude. Er ist Chefvolkswirt und Leiter Vermögensverwaltung bei der Hamburger Privatbank MM Warburg. Hallo Herr Klude, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Herr Schick. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, ich habe es schon angesprochen, die Aktienmärkte scheinen im Moment doch etwas paradox zu sein, könnte man meinen. Auf der einen Seite belasten die Inflationssorgen, die haben zugenommen, haben die Aktienmärkte ein bisschen unter Druck gebracht, die Tech-Werte. Aber auf der anderen Seite jetzt zuletzt eben das billionenschwere Rettungspaket aus den USA verabschiedet worden von Joe Biden. Das hat die Märkte wieder kurzzeitig in Euphorie versetzt. Wie passt das denn jetzt zusammen, Herr Klude? Ja, in der Tat kann man momentan eigentlich sehen, dass wir sowohl einerseits gute Nachrichten bekommen, nämlich die Konjunktur läuft, das Wirtschaftswachstum wird sich dieses Jahr deutlich beschleunigen. Die Fiskalpolitik ist sehr expansiv. Sie haben das Fiskalprogramm in den USA angesprochen, 1,9 Billionen US-Dollar, die da diskutiert und nicht nur diskutiert, auch in den nächsten Tagen verabschiedet werden. Auf der einen Seite eben die positiven Nachrichten. Und dann auf der anderen Seite das, was die Aktienmärkte eben nicht so gerne mögen, nämlich steigende Zinsen, wo man sagt, naja, also die Anlagealternativen zur Aktie werden möglicherweise dann doch wieder etwas mehr. Bislang hat man ja immer argumentiert, ach, die Zinsen sind so niedrig. Mit festverzinslichen Wertpapieren und mit Anleihen braucht man da gar nicht zu kommen. Man kann eigentlich nur mit Aktien irgendwo anlegen und versuchen, da sein Vermögen zu mehren. Also insofern ein bisschen, tatsächlich ein bisschen hin und her, wobei man sagen muss, so unter der Oberfläche der Indizes kann man schon sehen, dass es halt Gewinner und Verlierer gibt in dieser Konstellation. Und die Verlierer im Moment, die hatten Sie auch schon genannt, das sind zum Beispiel ja die Technologiewerte, die einen extrem guten Lauf hatten über die vergangenen Monate, ja fast Jahre, und die momentan so ein bisschen unter Druck stehen. Auf die Aktienmärkte kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Schauen wir erstmal noch auf die volkswirtschaftliche Materie. Sie sind ja gelernte Volkswirtschaftler. Wie schaut es denn da im Moment aus? Die Corona-Krise, das scheint auf jeden Fall ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sein. Sie gehen auf jeden Fall davon aus, dass Deutschland jetzt im zweiten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Was stimmt Sie denn hier so zuversichtlich, Herr Klude? Ja, definitiv. Wir sind optimistisch, was die wirtschaftlichen Aussichten angeht für Deutschland. Ganz viel hat natürlich mit Corona zu tun und den Erwartungen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Was stimmt uns insbesondere für das zweite Quartal optimistisch, sind eigentlich zwei Dinge. Einerseits Beginn des Frühjahrs, das heißt mit den wärmeren Tagen, mehr Sonne, verlagert sich das Geschehen wieder so aus den eigenen vier Wänden nach draußen. Das heißt, damit nimmt das Infektionsgeschehen dann auch wieder ab. Das haben wir im vergangenen Jahr auch gesehen in den Frühjahr- und Sommermonaten. Da hatten wir deutlich weniger Infektionszahlen als eben im Herbst und im Winter. Und der zweite Punkt sind natürlich auch die erhofften Fortschritte beim Thema Impfen. Es gibt immer mehr Impfstoffe. Die Impfstoffe werden produziert und dann hoffentlich auch alle pünktlich ausgeliefert werden, sodass doch im Laufe auch der nächsten Zeit mehr und mehr Menschen geimpft sind und geimpft werden. Und auch das dazu beitragen wird, dass so die Befürchtung, es könnte nochmal wieder einen neuen Lockdown geben und Beschränkungen, dass die immer mehr in den Hintergrund treten werden und stattdessen eben die Wirtschaft geöffnet wird. Wir haben ja jetzt bereits schon die allerersten Öffnungsschritte und das wird zunehmen unseres Erachtens nach. Und dann werden wir tatsächlich im Laufe des Jahres auch eine deutliche wirtschaftliche Normalisierung und einen ganz starken Aufholprozess erleben. Ja, Sie haben schon ein paar Risikofaktoren trotzdem angesprochen für Ihre Prognose. Also es muss dann schon, sage ich mal, ein bisschen besser laufen, auch in der Impfbürokratie von Deutschland, dass es da wirklich vorangeht. Stand heute, als wir das Video jetzt aufzeichnen, da ist ja die Quote nur bei 3%, also bei, sage ich mal, 3 Millionen Bundesbürger haben mittlerweile erst die zweite Impfung bekommen. Ja, das stimmt. Also das, ich glaube, das geht uns allen so, dass es irgendwie gefühlt viel zu langsam vorwärts geht. Gut, ich weiß aber auch noch im Dezember oder im November, als die Nachrichten kamen, ja, da sind jetzt die ersten Impfstoffe, da herrschte ja auch durchaus eine gewisse Skepsis vor, nach dem Motto, oh, so schnell entwickelt, ist das denn alles überhaupt auch alles sicher? Also
Und gerade wir Deutschen und auch vielleicht so in Europa, wir sind ja auch mal besonders vorsichtig und wollen es immer besonders genau nehmen. Das heißt also, die Zulassungsprozeduren sind umfangreicher, zeitaufwendiger, als das vielleicht in den USA und in anderen Ländern der Fall ist. Aber ich glaube schon, dass wir da jetzt auch Fortschritte sehen werden. Sollte das nicht der Fall sein, das haben Sie schon auch richtig angesprochen, sollte das nicht der Fall sein, geht das Impfen weiter so langsam voran wie bisher auch. Das wäre natürlich eigentlich nicht gut für unser Szenario, dass sich die Konjunktur wirklich schnell erholt. Gibt aber auch noch ein paar andere Risiken, weil es hängt ja nicht nur, ich sag mal, von uns in Deutschland ab mit dem Impfen und in Europa, sondern auch vom Rest der Welt. Und insbesondere müssen wir da gucken auf die großen Schwergewichte, was passiert in den USA, was passiert in China. Da sind momentan ja auch die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Erholung und für eine starke wirtschaftliche Dynamik gegeben. Aber wie gesagt, wenn da irgendwo Sand ins Getriebe kommen sollte, das wäre schon nicht so gut für unser Szenario. Halten wir aber aus heutiger Sicht für wirklich sehr unwahrscheinlich, dass es so schlechter kommen wird, als wir es momentan erwarten. Herr Klode, wenn jetzt alles wirklich so läuft, reibungslos, wie man sich's wünscht, wann werden wir da wieder das Vorkrisenniveau erreichen in Deutschland? Das wird noch ein bisschen dauern, oder? Es wird noch ein bisschen dauern, aber wir glauben, dass es gar nicht so weit in der Ferne liegen wird. Also wir können uns schon vorstellen, dass wir das im Laufe des zweiten Halbjahres wieder erreichen können. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir schon glauben, wenn die Öffnungen tatsächlich vollzogen werden, dass dann auch die Leute sehr schnell wieder diesen Weg in die Normalisierung zurückfinden werden. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist eigentlich genug Geld da, also bei vielen, nicht bei allen natürlich, klar, die Einkommen sind auch bei uns natürlich sehr ungleich verteilt, aber wenn man sich beispielsweise die Entwicklung der Sparquote anguckt, die ist deutlich nach oben gegangen in den vergangenen Monaten. Der Arbeitsmarkt hat sich in dieser Krise exzellent gehalten, natürlich dank der ganzen Kurzarbeiterprogramme, die da gewesen sind. Und wenn wir mal zurückschauen auf das letzte Jahr, wo wir auch diesen massiven wirtschaftlichen Einbruch im Frühjahr hatten, da haben wir festgestellt, im dritten Quartal hat sich die Wirtschaft viel schneller und viel stärker erholt, als eigentlich alle Volkswirte das erwartet haben. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir eine ähnliche Entwicklung eben auch dann in diesem Jahr sehen werden. Mit dem hoffentlich großen Unterschied, dass diese Erholung nicht nochmal wieder unterbrochen werden wird, sodass wir sowohl fürs zweite Quartal als auch fürs dritte Quartal sehr, sehr starke Wachstumsraten erwarten. Ab dem vierten Quartal vielleicht so eine gewisse Normalisierung, auch vielleicht noch etwas mehr Wachstum als im Durchschnitt, aber nicht mehr ganz so stark wie in Q2 und Q3. Und dann könnten wir vielleicht, ich sage mal, Ende drittes, Anfang viertes Quartal das Niveau, das wir so Ende 2019 erreicht hatten oder gehabt haben, dann könnten wir das tatsächlich auch schon wieder erreichen. Ja, dennoch, wenn man sich jetzt China anschaut, da läuft die Volkswirtschaft schon wieder auf Vorkrisenniveau, schon wieder getoppt, sage ich mal, im letzten Jahr als einziges Land auch ein Wirtschaftswachstum erzielt. Muss man sich jetzt nicht allgemein fragen, wenn es jetzt wirklich so zäh auch mit der Bürokratie in ganz Europa abläuft, da kann man ja schon fast von Handlungsunfähigkeit zum Teil sprechen, muss man sich dann nicht auch Sorgen machen, dass Deutschland und insgesamt Europa jetzt von anderen großen Volkswirtschaften, eben wie China, USA läuft es auch schon wieder besser, Russland, dann wirklich deutlich abgehängt wird in den nächsten Monaten? Die Sorge ist nicht ganz unberechtigt. Wie gesagt, ich habe Ihnen ja unser Szenario gerade so ein bisschen beschrieben. Wir glauben schon, dass wir da auch tatsächlich in der Lage sind, dann richtig Pace aufzunehmen, was das Impfen angeht. Und dementsprechend wird Deutschland dann auch, ich sag mal, im Vergleich mit den Volkswirtschaften, die Sie genannt haben, gar nicht so schlecht abschneiden. Aber man muss auch wirklich ehrlich sein und sagen, die Wachstumsdynamik in China und in den USA, die ist eben tatsächlich deutlich höher auch in diesem Jahr, gerade auch jetzt in den nächsten Quartalen. Das liegt an den Impffortschritten. Die Amerikaner machen da ein hohes Tempo. Da sollen ja schon, wenn alles gut läuft, Ende Mai genügend Impfdosen für alle Amerikaner zur Verfügung stehen. Wenn das dann der Fall ist, dann wird dieser wirtschaftliche Erholungsprozess auch natürlich viel, viel mehr Fahrt weiter aufnehmen. Die Konjunkturunterstützung durch die Fiskalpolitik ist dann auch noch mal größer, als das hierzulande der Fall ist. Also die USA werden da wirtschaftlich von den Industrieländern definitiv die Vorreiterrolle haben. Und China hat einfach den Vorteil, ich sage mal so ein bisschen auch als autokratisches System, da gibt die Politik eben vor, was gemacht wird und wie schnell das mit dem Impfen geht und wer in Quarantäne muss und wer nicht. Und
Das macht dann natürlich das Handling einer solchen Krise auch einfacher. Und das haben wir halt im vergangenen Jahr schon gesehen, dass China nach diesem Einbruch im ersten Quartal ja sehr schnell auch sich wieder erholt hat und sogar schon ein leichtes Wachstum im Gesamtjahr 2020 erzielen konnte. Wir rechnen damit, dass China dieses Jahr vielleicht knapp an eine Wachstumsrate von 10% herankommen wird. Die USA mit etwas mehr als 6% wachsen. Und das schaffen wir hier in Deutschland. Wir sind mit 4% auch eher optimistisch. Aber in der Eurozone, da haben wir halt doch noch ein paar Nachzügler. Da wird das nicht so schnell gehen. Und insofern haben Sie schon recht, wir werden da so ein bisschen von den Großen zumindest abgehängt werden. Es gibt ja auch einige Wirtschaftsbranchen, die als Profiteure der Corona-Krise auch bezeichnet werden. Vor allem der Bereich E-Commerce ist ja brutal gewachsen jetzt in den letzten Monaten. Aber auch allgemein der ganze Bereich, was mit Stay-at-Home zu tun hat, also in Lockdown-Zeiten zu Hause bleiben. Viele digitale Anwendungen werden da ausprobiert. Das dürfte doch auch bei Ihnen zu spüren gewesen sein, der Trend, wenn man jetzt Ihre digitale Vermögensverwaltung Warburg Navigator anschaut. Ja, definitiv. Also man merkt schon, die Leute waren mehr zu Hause, konnten sich auch um Themen wie Geldanlage und Vermögensaufbau kümmern. Das heißt also, es gab doch deutlich mehr Anfragen als in den Zeiten zuvor. Und wir glauben auch, dass diese Themen, die Sie angesprochen haben, dass das auch bleiben wird. Also dass es tatsächlich auch zu strukturellen Veränderungen führen wird, diese Pandemie. Gut, nicht jeder wird glücklich sein über Stay at Home. Es gibt viele, die sich auch wieder freuen, wenn sie ins Büro gehen dürfen und ihre Kolleginnen und Kollegen wieder treffen. Aber beispielsweise das, was wir hier miteinander praktizieren, Videokonferenzen, ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein aus dem Arbeitsalltag. Und das schafft viele Freiheiten. Es vergrößert die Flexibilität. Und das wird bleiben. Und auch das Thema E-Commerce, das Sie angesprochen haben, ich sage mal, viele Menschen sind vielleicht jetzt in den vergangenen Monaten das erste Mal auch damit in Berührung gekommen, weil sie bisher immer gesagt haben, ach, das brauche ich nicht und Internet mit Kreditkarte zu bezahlen, finde ich alles unsicher und fühle mich damit nicht wohl. Jetzt hat man Erfahrungen gemacht und ich glaube, in den meisten Fällen waren die auch gut und dann bleibt man dabei. Ne? Also das sind Dinge, die wir quasi aus dieser Pandemie auch mit in die dann wieder normalen Zeiten mit rübernehmen werden. Herr Klode, ist das jetzt mehr die jüngere Generation, die jetzt ihren Robo-Advisor, Warburg Navigator, zuletzt für sich neu entdeckt haben? Oder kommen da auch wirklich ältere, online-affine auch dazu? Es sind tatsächlich beide Gruppen, die sich hier beim Warburg Navigator umgeguckt haben und Kunde geworden sind. Natürlich für die Jüngeren ist es einfach ein interessantes Angebot, weil dort ohnehin die Affinität zu digitalen Themen vorhanden ist und natürlich auch das Einstiegsvolumen stemmbar ist, würde ich mal sagen, mit 20.000 Euro. Und es gibt auch viele Ältere oder sagen wir mal im guten Alter, die natürlich auch extrem affin sind und aufgeschlossen gegenüber digitalen Themen, die einfach mal sagen, okay, vielleicht habe ich sogar eine ganz normale Vermögensverwaltung. Und jetzt gucke ich mal, ich baue so einen kleinen internen Konkurrenzkampf auf, positioniere auch nochmal eine digitale Vermögensverwaltung Unternehmen, gucke, was macht der eine, was macht der andere, liegen die Unterschiede und dann kann man daraus auch Rückschlüsse ziehen, vielleicht für die Zukunft. Also insofern tatsächlich beide Gruppen sind vertreten und ich glaube auch, dass das so bleiben wird in Zukunft. Ja, Ihr Robo-Advisor, eben Warburg Navigator, der feiert ja auch im Sommer dieses Jahres sein vierjähriges Bestehen. Nochmal kurz zurückgeschaut, da 2017 im Sommer, gab es da nicht auch mal ein bisschen Bedenken, dass es sich Ihr Kerngeschäft, also die klassische Vermögensverwaltung, MM Warburg ja mehrere hundert Jahre Erfahrung in der Privatkundenbetreuung, dass Sie sich dieses Kerngeschäft nicht auch kannibalisieren könnten? Ja, diese Sorgen gab es von einigen, aber ich sag mal, wir, die hinter der Konzeption des Navigators stehen und das ist ja insbesondere auch mein Kollege Christian Jasper-Nalte, wir haben eigentlich immer versucht zu vermitteln, dass wir gesagt haben, naja, wir versuchen ja schon auch andere Interessenten anzusprechen. Ich sag mal, die klassische Vermögensverwaltung bei Warburg auf Einzeltitelbasis, die ist normalerweise, geht die ja erst ab 1 Million Euro los. Das heißt, da sind natürlich Kundengruppen, die sich da vielleicht ausgeschlossen fühlen, die wir eben dann mit dem Warburg Navigator ansprechen konnten und angesprochen haben, die auch sagen,
Mensch, toll, da ist so eine klassische und Privatbank mit ganz viel Tradition. Die wissen, weil sie das schon so lange machen, wie das Thema Vermögensanlage geht. Und die öffnen sich jetzt für uns, für ein jüngeres Publikum, für ein neueres Publikum, das eben nicht, ich sag mal, so ein großes Vermögen schon mitnimmt und dabei hat. Und das war eigentlich unsere Kernüberlegung. Auch verbunden so ein bisschen mit dem, ja, so ein gewisser idealistischer Ansatz vielleicht, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen auch Wissenstransfer übermitteln, weil wir auch gerade in Deutschland festgestellt haben, ja, also es gibt großes Unwissen, was Kapitalmärkte angeht, große Skepsis gegenüber Aktien und überhaupt Anlagen. In der Vergangenheit konnte man sein Geld immer noch irgendwie auf dem Sparbuch parken. Da hat man immer noch irgendwie vielleicht ein 0,5% oder 1% Zinsen bekommen. Die Zeiten sind aber auch längst vorbei. Also war es für uns auch ein Erfordernis und ein Anlass zu sagen, ja, wir wollen die Leute auch an das Thema oder ein breiteres Publikum an das Thema Kapitalanlage heranführen. Und das können wir eben mit dem Navigator sehr gut machen und auch mit all den, ich sag mal, jungen Medien, die wir einsetzen, über YouTube-Videos, über unsere Reports, die wir dort lancieren und an unsere Kunden und Interessenten verschicken, um das Interesse auch einfach zu wecken für Kapitalmärkte und Anlageprodukte. Herr Klute, Sie haben es ja schon gemeint, Anleger können ab 20.000 Euro bei Warburg Navigator einsteigen. Nach einer Beantwortung von einem Online-Fragebogen, dauert so ungefähr eine Viertelstunde, dann bekommt der Anleger ein individuelles Portfolio vorgeschlagen, das er auswählen kann, vielleicht auch noch eine Risikostufe niedriger wählen, wenn es ihm zu offensiv erscheint. Doch allgemein gefragt, Sie setzen zu 80% auf die kostengünstigen, passiv gemanagten ETFs und zu 20% eben auf aktiv gemanagte Fonds. Die Frage, warum nicht komplett in die kostengünstigen ETFs? Also wir sind tatsächlich der Überzeugung, dass aktiv gemanagte Fonds ihren Platz haben und auch einen guten Job machen können. Nicht vielleicht in jedem Marktumfeld und auch nicht in jedem Marktsegment. Also wenn wir beispielsweise jetzt klassischerweise gucken, wo investieren wir Aktien in den USA oder in Europa, da würden wir, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, einen aktiv gemanagten Fonds auszuwählen. Aber beispielsweise, wenn wir uns mehr so in Nischenmärkten bewegen wollen, wenn wir beispielsweise nach China gucken oder auch bestimmte Themen uns anschauen und insbesondere auf der Anleihenseite gucken, was ist möglich, welche Segmente kann man dort abbilden. Da machen aktiv gemanagte Fonds durchaus Sinn und sind auch, wie ich finde, besser als ihr Ruf. Gerade weil wir eben auch, ich sag mal, sowohl den Navigator haben als auch unsere klassische Vermögensverwaltung, wo eben auch aktiv gemanagte Fonds zum Einsatz kommen. Wir leisten uns als Haus Warburg eben auch den Luxus, sage ich mal, für unsere Kunden, Zeit und Geld in die Auswertung von aktiv gemanagten Fonds zu investieren. Haben da ordentlich Datenbanken, die uns tatsächlich einen guten Vergleichsmaßstab liefern und haben auch Kollegen, die sich quasi nur um das Thema kümmern, Fondsauswahl, aktive Fonds gegenüber ETFs. Ich weiß, dass viele Wettbewerber gar nicht auf aktiv gemanagte Fonds setzen. Für mich ist das immer so ein bisschen vom Argument, von der Argumentation her zu teuer, zu schlecht von der Performance, ist für mich immer so ein bisschen auch ein Feigenblatt, weil die sich vielleicht auch gar nicht mit der Fondsanalyse so sehr beschäftigen. Also ich finde, das hat durchaus einen Mehrwert. Allerdings, und das muss man auch sagen, man könnte ja sagen, warum eigentlich dann nur 20%? Wir merken natürlich schon, dass gerade auch so bei externen Testern die aktiven Fonds nicht wirklich gut ankommen. Dadurch, dass viele Tester aufgrund der relativ überschaubaren Zeit, für die es die rohe Advisor erst gibt, gar nicht so sehr die Performance vergleichen, sondern vor allen Dingen auf Kosten gucken, haben wir da eigentlich immer so einen strategischen Nachteil mit den aktiv gemanagten Fonds, weil viele Tester dann auch sagen, ja, Warburg ist zu teuer, weil die aktive Produkte mit ins Feld führen. Wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen zu kurz gesprungen, denn wenn ein aktives Produkt auch eine überdurchschnittlich gute Wertentwicklung bringt, und davon gehen wir ja aus, deswegen wählen wir es ja aus, dann hat der Kunde was davon, dann haben alle was davon. Und insofern, wie gesagt, haben wir da eben auch diese Quote mit den aktiven Fonds bei uns im Portfolio. Ja, Sie betreiben ja auch selbst bei Warburg eben auch in der klassischen Vermögensverwaltung und eben auch beim Robo eben auch aktives Risikomanagement. Das heißt, Sie wählen eben die Produkte auch nach makroökonomischen Daten aus. Genau. Laien kurz erklärt, wie muss man sich das genau noch vorstellen dann? Also sagen wir mal, meine Kollegen und ich
Wir sitzen ja quasi permanent zusammen, um uns so das aktuelle Umfeld anzuschauen. Bei uns für die Entscheidung beispielsweise wird die Aktienquote eher angehoben oder eher reduziert. Da gucken wir ganz stark unter anderem auf wirtschaftliche Frühindikatoren, weil wir sagen, die signalisieren uns ja, wie läuft es mit der Wirtschaft in der Zukunft? Vor allem, wenn wir da die richtigen Rückschlüsse ziehen und die Daten richtig interpretieren. Wenn beispielsweise die Frühindikatoren sich erholen, so wie wir das jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, dann ist das ja ein ganz klares Signal dafür, die Wirtschaft läuft besser. Läuft die Wirtschaft besser, heißt das aber normalerweise auch, den Unternehmen geht es besser. Es werden die Unternehmensgewinne kriegen Rückenwind, die fallen höher aus. Und auf der anderen Seite bekommt man für die Anleihen eher Gegenwind. Inflation geht nach oben, man macht sich Gedanken, kann vielleicht die Geldpolitik zukünftig wieder restriktiver werden. Das heißt also, steigende Zinsen und steigende Renditen, die dann zu Kursverlusten bei den Anleihen führen. Also insofern ganz kurz gesagt, ein positives wirtschaftliches Umfeld, bei uns immer ein Indiz dafür für eine hohe Aktienquote. Und wenn wir sehen, es gibt, da ziehen dunkle Wolken auf von der wirtschaftlichen Entwicklung, dann reduzieren wir die Aktienquote wieder und erhöhen die Anleihenquote. Das heißt, im Moment fahren Sie wirklich die maximalen Aktienquoten in den Portfolios. Beim offensivsten zum Beispiel, da können Sie ja bis zu 90% Aktien, auf 90% Aktien gehen. Ganz genau. Wir haben also tatsächlich in den vergangenen, ich würde sagen, 2,5 Monaten die Aktienquote wirklich komplett ausgeschöpft mit aktiven Fonds und ETFs, weil wir einfach davon ausgegangen sind, das ist ein wirklich klar positives Umfeld für die Aktienmärkte, in denen wir uns befinden. Und man muss ja auch sagen, die Entwicklung bis zuletzt hat dem ja auch recht gegeben, auch wenn vielleicht jetzt in den letzten 2, 3 Wochen natürlich durch das Zinsthema, Sie hatten es ja ganz zu Beginn angesprochen, so ein bisschen Unsicherheit reingekommen ist. Aber der grundsätzliche positive Trend für die Wirtschaft, der ist intakt. Und deswegen glauben wir auch, dass in den kommenden Wochen und Monaten die positive Entwicklung am Aktienmarkt auch weitergehen wird. Ja, Anleger stellen sich natürlich auch die Frage, welche Sektoren und Regionen da im Moment das beste Chance-Risikoprofil haben. Sie haben ja China auch schon angesprochen. Das dürfte auf jeden Fall intakt sein im Moment. Auf jeden Fall. Also China gehört für uns auf jeden Fall auch mit dazu in das Investitionsuniversum. Ansonsten die Themen, die aus unserer Sicht wichtig sind. Ja, wo sind tatsächlich die wirtschaftlich positiven Entwicklungen zu sehen? Das hatte ich auch erwähnt. Das heißt, wir setzen da vor allen Dingen eben auf die USA, wir setzen auf China und wir setzen in Europa tatsächlich auch verstärkt auf Deutschland, weil wir schon auch sehen, dass Deutschland in dieser Phase, in der wir uns momentan befinden, besser mit Corona zurechtkommt und mit den wirtschaftlichen Einschränkungen als andere Volkswirtschaften hier bei uns in den Nachbarländern. Das liegt einfach daran, dass wir hier eine sehr, sehr starke industrielle Basis haben und wir profitieren dann natürlich stärker von den Entwicklungen in China und in den USA. Das sieht man an unseren Außenhandelszahlen. Man sieht es bei den Aufträgen, die in der Industrie eingehen. Die sind ja trotz Corona auf einem sehr, sehr hohen Niveau geblieben. Und wie gesagt, andere europäische Volkswirtschaften, die beispielsweise einen stärkeren Anteil an Dienstleistungen haben, die von den Reisen und vom Tourismus stärker abhängig sind, die gucken im Moment etwas stärker hinterher. Deren Zeit, glaube ich, wird auch noch kommen in diesem Jahr, aber eben im Moment noch nicht. Ja, manche Experten sprechen ja auch schon von der Renaissance der Value- und Standardtitel. Die haben ja in den vergangenen Jahren, wurden die ja deutlich abgehängt von den Growth-Aktien. Wie schätzen Sie da die Lage im Moment ein? Gibt es da wirklich so ein kleines Gegengewicht wieder, also weg von den Growth-Aktien hin zu den Value-Titeln, auch im Hinblick jetzt auf die anstehende Dividenden-Hochsaison? Ja, definitiv. Also das ist ein Trend, der hat begonnen eigentlich mit der Nachricht, dass es Impfstoffe gibt, also Anfang November. Das war schon mal eine Zeit, wo dann in den folgenden 4 Wochen die sogenannten Value-Werte deutlich Auftrieb bekommen haben, sich besser entwickelt haben als die Technologiewerte. Das war quasi die Fantasie, zyklische Erholung, Industriewerte, die in der Vergangenheit dann eher schwächer gelaufen sind oder Reise- und Freizeitunternehmen. All die lange Zeit hinterhergeguckt haben, die wurden auf einmal wieder sexy, die kamen dann wieder so ins Gedächtnis der Anleger. Und die Technologiewerte, die sind qualitativ natürlich weiterhin sehr gut. Wir haben das ja auch angesprochen, deren Geschäftsmodelle sind auch außerhalb von Corona, denke ich, voll intakt. Aber man muss sagen, die sind natürlich durch
diesen Lauf, den sie gehabt haben, sind sie zum Teil sehr, sehr teuer geworden. Das heißt also, die Bewertung, wenn man sich so klassische Technologie-Indizes wie den Nasdaq anschaut, die waren sehr, sehr hoch. Und dann kommt jetzt quasi das Phänomen dazu, etwas steigende Zinsen, höhere Renditen am Anleihemarkt. Das bekommt den Technologiewerten dann nicht so gut, weil das sind sogenannte Long-Duration-Sektoren. Das heißt, die machen den Großteil ihrer Gewinne erst in der Zukunft. Und da ist der Diskontierungsfaktor, nämlich der Zins, dann der entscheidende Faktor, um zu gucken, welchen Wert haben die zukünftigen Gewinne eigentlich heute. Und je niedriger die Zinsen sind, umso höher der heutige Wert. Und wenn dann die Zinsen etwas ansteigen, dann reduziert sich der heutige Wert der zukünftigen Gewinne. Und das ist, steckt im Moment so ein bisschen dahinter, dass die Technologiewerte im Moment nicht mehr ganz so gut laufen. Ich glaube, das wird noch eine Zeit lang anhalten. Also wahrscheinlich so lange, wie sich Frühindikatoren verbessern, solange man den Eindruck hat, ja, die Wirtschaft findet tatsächlich wieder zurück zu alter Stärke. Das wird noch eine Zeit lang anhalten. Also insofern glaube ich, dass wir tatsächlich noch eine Zeit sehen werden, wo die alten, guten Value-Titel besser laufen können als die Tech-Werte. Man muss aber Technologie, glaube ich, nicht grundsätzlich abschreiben. Ich glaube auch, dass wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte schon wieder eine Phase sehen werden, gerade wenn sich auch das Thema mit dem Zinsanstieg dann nicht so fortsetzen wird. Davon gehen wir aus, dass jetzt die Zinsen hier nicht durch die Decke gehen und wir nachhaltig höhere Zinsen bekommen. Dann werden auch die Technologiewerte wieder stärker in den Fokus geraten. Aber wie gesagt, für die nächste Zeit, glaube ich, haben die Value-Werte da die Nase vorn. Ja, Sie bieten ja bei Warburg Navigator auch eine rein nachhaltige Strategie an, eben nach ESG-Kriterien. Wenn man sich jetzt das anschaut, die MSCI World ETFs mit ESG-Kriterien, die sind jetzt in den vergangenen Monaten deutlich besser gelaufen als die konventionellen ETFs. Da könnte man sich ja auch die Frage stellen, ist da nicht schon eine kleine Blasenbildung erkennbar im Moment? Ja, definitiv. Also dieser Trend hin zu ESG, den beobachten wir jetzt natürlich auch schon seit 2-3 Jahren. Und Sie haben diese Outperformance angesprochen. Das führt auch dazu, dass so bestimmte Aktien aus Themen wie jetzt, was weiß ich, Clean Energy, Wasserstoff, dass die zum Teil auch sehr, sehr teuer geworden sind. Und in dieser Korrektur der Technologiewerte, die wir jetzt in den vergangenen 4 Wochen gesehen haben, da haben auch diese Aktien und diese Unternehmen sehr, sehr stark gelitten. Das zeigt, dass wir hier vielleicht dann auch ein bisschen zu viel Pace vorgelegt haben in den vergangenen Monaten. Auf der anderen Seite, man darf sich, glaube ich, davor auch nicht verschließen, das Thema nachhaltiges Investieren, nachhaltiges Anlegen, ich glaube, das steckt nach wie vor eher in den Kinderschuhen. Gerade auch große Anleger, Pensionskassen, Stiftungen beschäftigen sich immer intensiver damit. Und ist aber auch jeder normale Geldanleger möchte ja eigentlich, dass er mit seiner Anlage tendenziell was Gutes tut und eher grün investieren, als dass er jetzt vielleicht in Öl- und Gaswerte investiert, die zur Luftverschmutzung beitragen. Sicherlich nicht jeder Anleger, aber doch mehr und mehr. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema der Nachhaltigkeit, das wird uns weiter begleiten. Und da wird weiterhin viel Liquidität hineinfließen. Das ist jetzt mal auch in den vergangenen Wochen, glaube ich, mal eine ganz gesunde Korrektur, die auch notwendig ist und die auch vielleicht durchaus auch noch weitergehen wird. Aber ich sage mal, grundsätzlich, so auf Sicht der nächsten Jahre, würde ich vermuten, dass die nachhaltigen Unternehmen doch besser abschneiden werden als, ich sage mal, die Unternehmen, die beim Thema Nachhaltigkeit ihre Probleme haben. Ja, Sie haben die Liquidität angesprochen. Die gigantische Geldschwemme der internationalen Regierungen und Notenbanken hat sich ja auch ihren Teil dazu beigetragen, dass eben solche Titel, auch Technologietitel, sehr gut gelaufen sind, auch Nachhaltigkeitstitel und nach dem Corona-Crash vor einem Jahr roundabout auch schnell wieder neue Höchststände erzielt haben und die auch noch weiter getoppt haben, auch zum Jahresanfang jetzt und zuletzt jetzt auch wieder der DAX. Die Frage ist halt, wenn man sich jetzt die Inflationssorgen anschaut, dann haben ja manche Investoren schon Angst, dass wenn die Inflationsraten doch ein bisschen schneller anziehen als erwartet, dass sich die Notenbanken irgendwann auch wieder gezwungen sehen könnten, da auch nachzuziehen. Heißt, die Leitzinsen zumindest ein bisschen anzuheben. Ist das ein realistisches Szenario für Sie? Realistisch schon in dem Sinne, dass ich sagen würde, der nächste Schritt der Notenbanken wird aller Wahrscheinlichkeit eher eine Zinsanhebung als eine Zinssenkung sein. Zumal Zinssenkungen sind ja bei vielen Notenbanken gar nicht mehr möglich. Da müsste man sich dann wieder andere Dinge überlegen.
aber tatsächlich in einer Situation, in der sich die Konjunktur erholt und wir so viel Rückenwind von Geld- und fiskalpolitischer Seite haben wie derzeit, ich kann mich gar nicht daran zurückerinnern, wann das in den letzten Jahrzehnten mal der Fall gewesen ist, da muss man sich natürlich darüber Gedanken machen als Anleger. Auf der anderen Seite, sowohl, ich sag mal, wenn man sich die großen Notenbanken anschaut, die amerikanische Federal Reserve, auch die Europäische Zentralbank, die haben betont, dass sie noch für eine sehr, sehr lange Zeit an diesen niedrigen Zinsen festhalten wollen und werden. Und wir bekommen jetzt in der nächsten Zeit höhere Inflationsraten. Da geht kein Weg dran vorbei, würde ich mal sagen. Das sind die sogenannten Basiseffekte, weil wir einfach im vergangenen Jahr ganz niedrige, beispielsweise Ölpreise hatten und jetzt durch die Normalisierung gibt es Jahresveränderungsraten, die dann sehr, sehr hoch sind. Und das ist ja letztendlich auch dann Inflation. Nämlich Inflation misst ja Preisveränderungen auf Sicht von 12 Monaten. Aber die meisten Volkswirte, und da, dem schließen wir uns an, gehen davon aus, dass das eher ein temporäres Phänomen ist. Das heißt also, dass die Inflation in diesem Jahr höher ausfallen wird, zum Teil auch deutlich höher. Also wir sprechen dann über Inflationsraten, die vielleicht auch mal bei 3% oder vielleicht auch sogar mal Richtung 4% gehen können, dass sich das aber im nächsten Jahr schon wieder beruhigen wird. Und wenn auch die Notenbanken diesen Eindruck haben, dann werden sie an der Geldpolitik in diesem und wahrscheinlich auch vielleicht im nächsten Jahr noch gar nichts ändern. Das heißt also, da braucht man als Anleger im Moment noch nicht in Panik zu verfallen. Wenn aber dieser Zeitpunkt kommt, dass die Geldpolitik restriktiver wird und Zinserhöhungen anstehen, das wäre dann tatsächlich, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um die Anlagestrategie dann nochmal wieder auf den Prüfstand zu stellen, um, wenn man dann nämlich sehr hohe Aktienquoten hat, da vielleicht vorsichtiger zu werden, weil in der Vergangenheit tatsächlich meistens höhere Zinsen, höhere Notenbankzinsen den Aktienkursen nicht so gut bekommen sind. Aber wie gesagt, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis es soweit sein wird. Und wie viel trauen Sie da DAX, Dow Jones und anderen großen Indizes jetzt bis Ende des Jahres zu? Neue Höchststände dann bis Ende des Jahres? Ja, also wir hatten, ich sag mal, unsere Kursprognosen, die wir Ende des vergangenen Jahres ausgegeben haben, an denen haben wir bisher noch nicht gerüttelt. Das heißt also DAX 15.000 Punkte, den S&P bei 4.000 Punkten, auch hier bei uns in Europa, Eurostox Richtung 4.000. Also da glauben wir, haben wir durchaus noch eine ganz gute Wegestrecke vor uns, wo die Aktienkurse noch weiter zulegen können. Also doch positive Voraussetzungen, um weiter zu investieren. Herr Klute, besten Dank für dieses Interview. Das bleibt auf jeden Fall spannend in den nächsten Monaten. Vielen Dank, Herr Schick. Alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch euch fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Das war es auch schon wieder mit unserem Video hier. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Informationen wieder rausziehen. Ja, nutzt ihr vielleicht sogar schon einen Robo-Advisor wie Warburg Navigator oder nehmt ihr euren Vermögensaufbau lieber selbst in die Hand? Schreibt uns gern eure Erfahrungen direkt unten in die Kommentarfunktion oder auch eine Mail an redaktion@bialo.de. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.